Einen wunderschönen guten Tag zu einem sehr improvisierten Vlog. Ich dachte mir heute einfach mal, ich habe einen freien Tag, ich fahre nach Bonn, vlogge ich doch mal. Ich bin hier gerade, wie man sehen kann, im TK Maxx. Ich hoffe, man kann es sehen. Ich fühle mich gerade sehr beobachtet. Sehr beobachtet. Gucke gerade mein Make-up und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Es ist nämlich nichts da. Also es ist wirklich gerade so ein bisschen ebbe. Ich habe aber schon bei Parfum so ein bisschen gespinst. Da waren schon ein paar Sachen, aber da sind gerade ein paar Leute und da kann ich gerade nicht wühlen. Was haben wir denn hier? Burberry. Burberry Make-up. Ja, habe ich auch schon Lipglosse von denen. Also das ist jetzt nichts anderes als Catrice, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Oder Essence. Und das für einen höheren Preis. Ja gut, 20 Euro für einen Lippenstift. TK Maxx, da muss ich jetzt nicht ausgeben hier. Ne? Und das meiste ist eh angegrabbelt. Ich sehe schon, die ganzen Packungen sind geöffnet. Very nice. Wahrscheinlich zoomt gerade der Kaufhausdetektiv direkt auf mich. Mach die Alte da. So, was haben wir denn hier? Accessoires. Brauche ich nicht. Gucken wir doch nochmal bei Parfum. Ja, sieht gerade gut aus. Irgendwie verfolgt mich da einer. Was haben wir denn hier Schönes bei Parfum? Joy von Jean Patou. Ja, ganz nett. Die haben ja komplett dicht gemacht. Ich glaube, da wird gar nichts mehr produziert. Brauche ich aber nicht. Ich weiß ganz genau, dass ich den nicht tragen werde. Was auch interessant ist, habe ich gerade gesehen von Juliette Has a Gun, Oil Fiction. Der soll auch toll sein, aber der Preis ist mir immer noch ein bisschen zu hoch für TK Maxx. Ja, ich habe Ansprüche. Was haben wir denn noch Schönes? Also bei TK Maxx gibt es oft Schnäppchen, also auch wirklich günstige Schnäppchen, aber den hier zum Beispiel, Patchouli von Reminiscence, den habe ich auch schon für 17 Euro bekommen, auch in der Größe, und hier kostet er 49. Also immer, immer, immer vergleichen, auch wenn ihr im TK Maxx seid. Die Preise sind hier nicht immer die besten. Mhm. Lalique Encre Noire L'Extrême. Soll auch schön sein, aber sehr holzig, und da weiß ich auch, den werde ich nicht tragen oder zu unregelmäßig. Also lassen wir den auch stehen. Und ansonsten, ja, hier, Moment, O Laguna von Salvador Dali, den muss ich doch gleich mal googeln. Ja, und ich habe es gewusst, ich wurde beobachtet, ich wurde gerade von einer Dame mit Headset, ja, war sehr wichtig, mit Headset darauf hingewiesen, dass ich die Ware nicht filmen soll. Alles streng geheim hier im TK Maxx, streng geheim, also kommt selber vorbei und überzeugt euch selbst. Gab eh nur Rotz in dem Saftladen, habe ich ja gar nicht nötig. Also ich gehe zu meiner nächsten Station und das ist die Parfümerie Vollmar. Ja, woanders könnte ich hin, denn die haben jetzt eine Fundgrube mit richtig geilen Schnäppchen. Also Parfum, Make-up, alles. Genau, guten Tag. Und okay. Und Punkt. There it is. Ich komme, Baby. So, ich bin jetzt hier in der wundervollen Parfümerie Vollmar und zwar in der Fundgrube. Hier gibt es noch Produkte, Parfums, die zum Teil rausgehen, oder auch Make-up, was absortiert wird, was rausgeht, was Platz machen muss für neue Produkte. Und es ist zum Teil so geil reduziert. Ich meine, guckt euch das hier alleine an. Mit dem bin ich gerade am Liebäugeln. Mugler, leider ja gerade verstorben. So schade für die Parfumwelt. Also ich hoffe, L'Oreal versaudet nicht. Wonder Bouquet. Der soll richtig gut sein und der ist von 183 Euro auf, haltet euch fest, 54,90 runtergesetzt. Ich meine, da wäre man eigentlich dumm. Ich habe mir schon einen Mugler aus der Serie mitgenommen, habe da, glaube ich, auch gesehen, habe ich auch, glaube ich, ein Video drüber gemacht, mitgenommen zu dem Preis. Ey, da kann man echt nichts sagen und ich glaube, der wurde mir sogar empfohlen und ich habe auch vorhin schon geswatcht. Armani ist da auch noch. Leute, ich habe mir ein Puder mitgenommen von Armani. Also wenn ihr hier in Bonn seid, ich glaube, bis zum 15. Februar haben die noch diese Fundgrube, mindestens. Und ich habe mir dieses Puder mitgenommen. Fusion Powder, Neo Nude. Nude. Und das ist fantastisch. Es hat solche, solche Perlen, solche feuchten Perlen, die aufplatzen, wenn man das aufträgt. Und dadurch sieht die Haut einfach so glatt und einfach ebenmäßig wunderschön aus. Ich sage es euch. Dann haben die noch diverse Armani Lippenmagnets, die in die Lippe quasi einziehen und auch unter der Maske gut halten soll. Da bin ich auch gerade am Liebäugeln mit so schönen Rottönen. Und Cushion Foundation von Armani haben die noch. Die haben noch die Luminous Silk Foundation. Die haben die Maestro Foundation. Die haben die Power Fabric Foundation. Yada, yada, yada. Boah, jetzt habe ich mich durchgestöbert hier. Ich kann mich schon fast nicht entscheiden. Also für mich ist der Mugler Les Exceptions Wonder Bouquet jetzt ganz oben, aber ich muss gleich nochmal
oben fragen, weil hier ist auch kein Tester und ich will in Mariechen und ich will immer zwischendurch, also immer wenn ich in TK Maxx bin oder hier bei Vollmer oder generell überall in Parfümerien, habe ich immer parallel Parfume geöffnet oder irgendwie Fragrantika oder so und stöber und recherchiere zwischenzeitlich und dann habe ich so eine kleine Entscheidungshilfe, aber manchmal ist es halt schwer, aber es ist halt geil, ne? Die haben ja alles mit so Aufklebern versehen. Und da kann man sich orientieren, wenn man rechnen kann. Also da habe ich auch schon Kunden erlebt, die wollten dann, dass ich dann ausrechne, wie man 20% abzieht. Da denke ich mir, Leute, sad, very sad. Otsuka-Schneckchen, schön, dass du konntest kommen. Hier ist Fabienne. Hier ist, ja, habe ich Entscheidungshilfe bekommen. Vladimir mit ohne Kopf. Hallo. Es geht schon wieder los, ey. Unglaublich. Großartig. So, jetzt habe ich mir gerade Hilfe geholt, ob ich mir diesen Duft holen soll. Und ja. Fabienne sagt, ja. Jaha. Wenn ihr hier zum Vollmer kommt, und ihr geht zum Vollmer, weil Fundgrube und geile Parfümerie, Romy und Fabienne, also alle sind hier grandios, aber ihr beiden seid unvergleichlich, unvergleichlich. Also Dream Team. Dream Team? Ja. Lass mich mal zu Wort kommen. Entschuldigung, falle ich dir immer ins Wort? Du fällst mir immer irgendwo rein. Fukuhila, ganz kurz vorne und richtig lang von hinten. Ihr müsst wissen, wie das ist. Wenn sie kommt, fällt sie mir ständig irgendwo rein. Aber das macht nichts. In jeder Loch. Da kommt die Riva. Die Riva ist auch toll. Hallo Riva. Mika, genau, die ist auch fantastisch. Ja. Tolle Make-up-Artist. Totally. Ein Traum. Haben wir auch gerade schon Lippenstift. Kommt vorbei. Bitte. Mega Angebote. Also bis Mitte Februar auf jeden Fall noch, ne? Ja, genau. Aber man weiß es ja nicht, es kann ja auch verlängert. Alles kann, nichts muss, ne? So, du weißt, wie das ist. Wenn die Party richtig läuft. Wenn die Party richtig losgeht, wir mögen diese Aktien. Wenn Jurislav bringt Stoff mit, dann geht los. Dann geht los. Oh mein Gott. Also Leute, nochmal für euch hier ganz viel von Armani und mir wurde gerade wirklich dieser Lip Magnet mehr als schmackhaft gemacht. Also die fühlen sich auch richtig, richtig geil an, also zumindest auf der Hand und es sieht auch aus, also die ziehen wirklich in die Haut ein. Also man hat wirklich auch einen Stain davon. Also hier noch richtig geiles Armani Make-up und guckt euch die Preise. Also das Puder hier, dieses Puder. Kauft es euch und das kostet nur noch 21,20 Euro und es sieht so wunderschön aus. Also das ist wirklich so ein geiles Finish. Ich kann es nicht laut genug betonen. Ja, diese Foundations kann ich leider nicht tragen, weil halt leider Alkoholdienat drin ist, aber viele vertragen es ja auch und man trägt ja nicht so viel Foundation auf, ne, wie in der Pflege, dass es so ein Total Damage jetzt macht auf der Haut, aber ich vertrage es halt nicht. Aber es gibt Leute, die vertragen es durchaus. Dann hier noch mehr Lippenprodukte von Armani. Es sind noch so viele Sachen. Guerlain haben die noch ganz viel. Givenchy Make-up. Laura Mercier. Hier unten auch Düfte von Laura Mercier. Da ist noch ein schöner Amberduft dabei. Aber den kaufe ich mir jetzt nicht, weil ich habe ähnliche zu Hause, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt. Ich habe ein paar Parfums zu Hause. Wer jetzt gedacht. Tom Ford gibt es ja auch noch ein bisschen. Diese Palette von Estee Lauder ist auch wunderschön. Ach Leute, hier ist echt ein fliegender Teppich. Also ich habe da noch ganz viele Sachen, auch bei Rado Düfte, auch zu Megapreisen. Vielleicht gefällt euch ja, also der Rose Noir gefällt mir auch, aber wie gesagt, da habe ich auch ähnliche Sachen zu Hause. Und ja, es wäre albern, wenn ich mir das jetzt kaufen würde. Ne? Also man muss es ja auch nicht übertreiben, man muss ja nicht alles in zehnfacher Ausführung haben. Yves Saint Laurent haben wir ja auch noch ganz viel. Und was haben wir hier noch um die Ecke? Ja, hier sind auch noch so ein paar ausgefallenere Nischendüfte. Habe ich mich jetzt durchgerochen. Für mich war jetzt da nicht wirklich was dabei. Hier der Gravel. Auch sehr interessant. Mit Steinen aus dem Hudson River. Also ja, man sollte schon in die Kamera halten. Mit Steinen aus dem Hudson River. Haben wir da was gelernt. Und ja, hier auch noch so ein paar in Klammern Mainstream-Düfte, die auch rausgehen. Simply Poudre. Oh, wunderschön, wunderschöner Duft. Candy Love, der war mir zu süß. Escada, die Sommer Edition. Hier ist ein Arm, auch schön. Oh, Lulu. Lulu könnte ich mir eigentlich auch kaufen. Den habe ich noch auf meiner Wunschliste. Und irgendwie, also es ist ein absoluter Klassiker. Und vielen ist der zu laut. Aber für 14,40 Euro, das ist ein mega Preis. Den nehme ich mit. Also einfach nur für die Sammlung, weil es so ein absoluter Klassiker ist. Ich finde, Lulu, der hat was. Der hat Charakter und einfach so, ja, wie so eine Zeitkapsel, in die man reißt, wenn man sich den aufsprüht. Nehme ich gleich auch noch mit. Oh, meine Arme schon fast voll. Ich habe hier noch mein Wonderbouquet und mein Lippenstift. Ach Leute, ich bin hier gerade im Himmel.
Übrigens, falls ihr den noch nicht gerochen habt, von Diptyque. Wunderschöne Düfte bei Diptyque, Odouelle zum Beispiel oder Philosikos. Traumhafte Düfte. Aber der hier, der 3/4 oder 34, I don't know, wie man den ausspricht, ist ja auch egal. Ihr seht, wie der Flakon aussieht. Das ist wohl der klassische Diptyque-Duft. Und so riecht es auch in den Boutiquen von Diptyque. Und der riecht so unglaublich gut. Der ist auch auf meiner Wunschliste, ist nicht ganz günstig. Also ja, das ist schon eine kleine Hausnummer. Aber dafür riecht er auch so unfassbar gut. So unfassbar gut, Leute. Also balsamisch, würzig, leichte, süße, cremig. Einfach nur unfassbar luxuriös, traumhaft. Also ganz, 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 ganz oben auf der Wunschliste. Und wenn ihr nach dem Vollmann mal einen richtigen Kulturschock haben wollt, dann geht danach direkt in den Rossmann rein, durch die Parfumabteilung. Boah, das riecht voll gut, Alter. Das ist süß, ne? Boah, ist das geil, Alter. Hier im Moment mein absolutes Lieblingsshampoo, gerade bei Rossmann auch im Angebot. Mit der dazugehörigen Spülung, da redet auch gerade jeder und sein Hund drüber. Das macht die Haare so weich und geschmeidig, ihr glaubt es nicht. Also Wahnsinn, da muss man auch echt aufpassen. Die Spülung bitte nicht an den Ansatz geben, so wie ich, dummes Huhn, damals. Aber wenn ihr richtig Weiches haben wollt, shit, der shit schlecht. Boah, das ist voll geil, Alter. Boah, das riecht doch voll gut, ey. Immer noch mein liebster Sonnenschutz. Hat sich nichts geändert. Sanozon Med Sonnencreme Gel. It is einfach der Beste. Oh. Ich habe euch ja letztens in meinem Video gesagt, dass es sich lohnt, in kleine Parfümerien reinzugehen. Und in dieser Parfümerie in Bonn habe ich noch den Calamity Jay und den Essenza von Roberto Cavalli gefunden. Also, es lohnt sich. Heute habe ich auch wieder echt Glück mit dem Wetter. Ne? Es ist so viel Sprühregen und einfach nur grau und ungemütlich. Ich meine, ich liebe das ja, aber wenn ich zu Hause bin. Jetzt will ich noch ein bisschen Klamotten gucken bei New Yorker. Und ich habe bei New Yorker eine Hose gefunden für die Arbeit. Ich kaufe nur noch Klamotten für die Arbeit. Die ist so bequem. Es ist halt so eine Nadelstreifenhose, die ist auch reduziert auf 10 Euro. Wenn ihr die seht, die ist halt so ein bisschen schlurfig, ne, so ein bisschen, ne, auch weite Beine, aber die fühlt sich an wie so eine Schlaranzughose. Aber die ist halt mega, die sieht auch elegant aus und ja, ist aber nur schick. Ich habe voll Ahnung von Mode. So, jetzt bin ich hier noch schnell in den Sephora gehoppelt. Viele schwärmen jetzt von dieser Charlotte Tilbury Foundation. Hat die schon jemand getestet? Also ich weiß es nicht, ich habe die mal geswatcht. Ist okay. Ich meine, ich habe ja schon 8000 Foundations ausprobiert, aber ist das wirklich der Shit? Also viele sagen ja, dass das so ein traumhaftes Hautbild macht. Ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Dann wäre ich auch geneigt, die mal zu testen. Ich habe jetzt mal die Farbe Nummer 2 geswatcht. Beautiful Skin Foundation heißt sie übrigens, von Charlotte Tilbury. Und so sieht die aus. Also ich weiß nicht, mit meiner Mischhaut, ob ich da nicht aussehe wie ein speckiges Schweinchen. Also die scheint mir für trockene Haut zu sein. Also berichtet mir gerne mal. Und ich finde es immer noch krass, wie Rihanna ihre Fenty-Marke ausgebaut hat. Also da kam ja damals nur die Foundation raus und dann halt nach und nach für die anderen Produkte. Und also mich wundert es nicht, dass sie kein Album mehr rausbringt, weil damit macht die meiste Kohle. Es ist unfassbar. Ich meine, jetzt ist sie auch schwanger, jetzt hat sie auch andere Sachen zu tun, ne? Aber Chapeau, Hut ab. Oh, was erblickt denn da endlich mein krankes Auge? La Nuit Trésor Intense. Endlich kann ich ihn mal testen. Ich bin so gespannt. Also den habe ich jetzt schon lange auf meiner Liste stehen und den muss ich jetzt mal testen. Da soll ja Sauerkirsch oder irgendwie Kirsche drin sein und da bin ich ja immer dabei. Also, First Impression, La Nuit Intense oder Intense. Schöner Flakon übrigens mal wieder, ne? Also ich finde die sowieso toll. Also man hat auf jeden Fall die Kirsche, nimmt man sehr gut wahr. Aber der ist noch sehr, sehr nah dran am Original, also ne, an dem Spätzchen hier. Und halt auch ein bisschen à la Folie, den liebe ich ja sowieso. Aber der ist mir nicht eigenständig genug, dass ich jetzt sagen würde, boah, den kaufe ich jetzt sofort vom Fleck weg. Also bei Kaufhof sowieso nicht, weil die Preise sind hier immer unverschämt. Also bitte immer ne, recherchieren, weil Kaufhof hat Preise. Kein Wunder, dass die pleite gehen. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Oh Gott, Womanity habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen von Mügler. Ja, der war aber auch nie so ganz meins. Das mit der Feige, also der hatte immer was auf meiner Haut, was, nee, ging nicht. Und hier ein absoluter Geheimtipp, wenn ihr auf so Babypuder, Babybart und einfach nach Baby riechen wollt, Trussardi My Name. So, so schön. Habe ich auf meiner Wunschliste noch nicht gekauft, aber was nicht ist, kann ja nur werden. Ne? Also wenn ihr auf solche Düfte steht, pudrig, cremig, wunderschön, der is it.
So, ihr lieben Menschen, ich hoffe, ihr empfindet diesen Vlog nicht allzu dahingerotzt, auch wenn es ein bisschen so wirkt. Ich habe halt versucht, so ein bisschen ja, das heute so als Zwischenvideo einzufügen. Ich habe im Moment echt wenig Zeit, das ist gerade ein bisschen stressig. Aber ich glaube, das geht nicht nur mir so, das ist halt bei vielen so, ne? Und man gibt sich ja Mühe, ne? Auch wenn ich heute aus dem Scheißwetter wieder berichten muss, ist es auch gerade echt Sprühregen und ungemütlich. Und deshalb werde ich jetzt auch nach Hause fahren. Ich habe ja ein paar schöne Sachen gefunden, bei Vollmar zum Beispiel. Also richtig tolle Sachen werde ich ja auch in Videos zeigen. Und mein Make-up-Haul steht ja auch noch aus. Den werde ich dann hoffentlich Freitag drehen, wenn ich hoffentlich dazu komme. Let us pray. Aber wird schon irgendwie klappen, ne? Deshalb, ich hoffe, ich konnte euch vielleicht so ein bisschen aus dem Alltag entreißen heute mit diesem Video. Auch wenn es kurz war, auch wenn es random war, auch wenn es irgendwie so ein bisschen dazwischen geschoben war. Aber dennoch, es kommt hier von der Aortapumpe, vom Herzen für euch. Und dann hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bleibt bitte gesund und bis zum nächsten Mal.